Bei den Royals ist immer alles in bester Ordnung, meint man. Ist nicht so. Prinz William erzählt jetzt ganz offen von mentalen Problemen. Bei der Discanhatten-Konferenz in London war Prinz Harry, 36, so ehrlich wie noch nie. Die Konferenz wurde von Williams gutem Freund Neil Lebon ins Leben gerufen. Das Ziel, mentalen Problemen bei Männern mehr Beachtung schenken. Prinz William ging mit gutem Beispiel voran und erzählte auf der Bühne von seinen eigenen Erfahrungen. Damit hat William zu kämpfen. Der Duke of Cambridge absolvierte seine Ausbildung als Rettungspilot bei der Armee. Dort hatte William nach eigenen Angaben viele traumatische Erlebnisse, die ihn sehr mitgenommen haben. Vor allem Unfälle, bei denen Kinder verletzt wurden. Er erzählt, dass ihn die Erlebnisse nochmal stark eingeholt haben, als die eigenen Kinder George, 5, und Charlotte, 3, auf die Welt kamen. Ich spürte plötzlich Gefühle, die ich so noch nicht kannte. Ich wurde sehr traurig und das Schicksal dieser einen bestimmten Familie ging mir nicht mehr aus dem Kopf, erzählt er. Und weiter, manche Erlebnisse aus dem Beruf bleiben bei einem und nisten sich im Körper ein. Man spricht auch nicht immer drüber, weil man manche Dinge eben nicht mit nach Hause bringen möchte. Wenn man dann auch im Arbeitsumfeld nicht wirklich darüber spricht, können aus kleineren Problemen im Schneeballsystem ganz schnell größere werden. Er bekam dafür Lob. Sein Freund Leigh Laybourne fand dafür klare Worte, was der Prinz heute gesagt hat, hat sicher viele überrascht. Aber er hat damit deutlich gemacht, dass es wichtig ist, über belastende Gefühle zu sprechen, egal, ob man ein Mitglied der königlichen Familie ist oder nicht.